Ja, bei uns ist schon ganz viel Musik im Gehirn, denn wir wollen Ihnen ein ganz besonderes Bandprojekt vorstellen. Ohne Grenzen heißt das, und auf die Beine gestellt, das haben das diese vier Herrschaften aus Norderstedt und Umgebung, André und Christopher Lange, schön, dass ihr hier seid, ja, Fabio Gavioli, schönen guten Abend, und Richie Laupodis, schönen guten Abend, meine Herren. Ihr beide, ihr Jungs in der Mitte, ihr habt, glaube ich, irgendwann im letzten Jahr die Idee zu diesem Bandprojekt Ohne Grenzen und auch zu dem ersten Song frei gehabt. Christopher, vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen, wie es zu dieser ganz besonderen Kombo dieser Band auch kam. Ja, gerne. Und zwar ist es so, also ich habe ganz rechts, André Lange ist mein Vater. Ich habe damals als Kind eine Gitarre von ihm geschenkt bekommen. Oder letztes Jahr eine richtige, damals eine Kindergitarre. Ja. So, und habe dann halt ein bisschen die Akkorde drauf gespielt, habe gerne Texte geschrieben. Das lag mir halt ganz gut. Ja, und dann habe ich ihm mal so einen kleinen Probetest, also einen Test geschickt von meiner Idee. Ja, und die beiden waren sie dann ja, begeistert davon. Hab dann einen sehr guten Freund von mir dazugeholt, den ich schon einige Jahre kenne, den Fabio. Spielen in einer Mannschaft zusammen, meinte, du hast eine super Stimme, komm mal mit, wir hören uns das mal an. Singt ihr beide denn schon länger oder ist das wirklich auch der erste Song, den ihr jetzt hier eingesungen habt? Fabio und Chris. Ich persönlich singe halt nur in der Freizeit mal ab und zu, ne? Also seit Kind halt immer auf, die Musik begleitet halt ein. Fabio, ja. Bei dir? Ja, ich singe jeden Tag halt, weil ich von meinem Opa das so ein bisschen mitbekommen habe, diesen Song gehabt, eine musikalische. Ja. Und seit Kind an, hat es mir Spaß gebracht, singe jeden Tag alles Mögliche, probiere alles aus und bringe aber Spaß. Und fragen wir André Lange, den Producer dieses ganzen Projektes. André, ist das denn was, wo du sagst, Mensch, das hat Zukunft, damit können wir wirklich vielleicht mal in die Charts kommen? Also auf jeden Fall. Ich habe ja, wo Chris mir im letzten Jahr diese MP3 per Handy geschickt hatte, mir das angehört und die Melodie ging mir absolut nicht mehr aus dem Kopf. Das war so reingemeißelt im Kopf. Und deswegen habe ich auch den Richie nachher angerufen und gesagt, hör das mal an, das muss, was, wie findest du das jetzt? Ne? Und ja, relativ schnell hat sich das ja entwickelt und ich sag mal so, im Endeffekt, was dabei rausgekommen ist, glaube ich schon, dass dieser Song echt Potenzial hat. Ja. Wir kriegen das auch immer mit von ganz vielen Leuten mittlerweile. Und Wir hören gleich mal rein, ganz kurz, Richie, wir wollen dich natürlich auch noch einmal hören. Sehr gerne. Du hast schon mit großen Musikern zusammengespielt. Ja, was heißt zusammengespielt? Ich habe bei dem einen oder anderen Projekt mit teilnehmen dürfen, unter anderem mal bei einem Projekt mit dem Kollegen Wolfgang Niedecken vom BAP und hatte auch die Ehre, in Köln bei ihm auch den Herrn Carlos Santana kennenzulernen. Und auch da war ein kleines Projekt, wo man dann mal mitspielen durfte. Man war als Gitarrist natürlich sehr nervös, wenn da so eine Größe vor einem steht, aber dabei sein ist alles und das war wichtig, diese Erfahrung sammeln zu dürfen. Und heute im Noah 4 Studio, mehr geht glaube ich nicht. Jetzt wollen wir was hören. Ihr habt ein bisschen was vorbereitet, euren Song frei, ein bisschen verkürzt, 1,14 glaube ich, bitteschön, Feuer frei, viel Spaß. Hast du eine Zeit? Ich will dir was erzählen. Ich wollte diesen Zeitpunkt für jene Worte wählen. Weißt du noch in der Schulzeit? Ich lief dir hinterher. Du wolltest mit mir spielen, doch ich wollte viel, viel mehr als nur der nette Nachbar sein. Ich dachte, du bist mein. Stattdessen sitz ich hier allein und du mit ihm zu zweit. Eigentlich wollte ich mit dir zusammenbleiben. Drum frage ich dich, wer wird mir jetzt die Welt zeigen? Eigentlich warst du die Liebe meines Lebens. Der Zug ist abgefahren, ich kann dich nicht mehr sehen. Wer nicht im Regen mit mir tanzt, wird im Sturm nicht bei mir sein. Und diesen jemand brauche ich dann nicht bei Sonnenschein. Ich allein gegen die Welt mache das, was mir gefällt. Denn ich bin frei, frei, ich bin frei. Ich kann wirklich nicht verstehen, dass wir beide hier stehen. Ich bin kalt und du und wein, es konnte doch so einfach sein. Ich verdiene gut genug, glaub mir dein Charakter zu. Kannst dich ganz schön krass werden, da wollte ich nicht nur nass, wir werden schwerer als gesagt. Doch ich muss dich gehen lassen, dass du auch noch sagst. Mit mir wirst du was verpassen, das wo es erstes war. Du entschied dich für den nah, ich war ich dein größter Fan, das ist jetzt Geschichte, Dan. Dankeschön. Ganz große Klasse, sensationelle Rap-Einlage von dir, Chris, ganz stark. Text kommt von euch beiden. Geht es um eine Frau, um eine verflossene Liebe? Dürfen wir das wissen oder worum geht's? Wer hat euch inspiriert? Ja, also ich habe den Text, die Idee kam so mit, der Refrain ist ja, wer nicht im Regen mit mir tanzt, wird im Sturm nicht bei mir sein. Ich habe mal einen Text geschrieben aus ganz vielen Sprichwörtern, daraus habe ich mir eins rausgesucht und da habe ich den Text drauf aufgebaut. Es geht um keine bestimmte Frau oder um keine Geschichte, es ist einfach nur... Ja.
Gut, daraus ist entstanden. Richie, dem müsst ihr irgendwann mal noch Wolfgang Niedecken vorspielen. Wie wollt ihr die beiden denn groß rausbringen jetzt? Weil das ist ja so ein bisschen das Ziel auch, euch bekannter zu machen, oder? Ja, wir brauchen natürlich Menschen, die uns ein bisschen unterstützen. Wir sind ja alle berufstätig, insofern haben wir nicht ganz so viel Zeit, Promotion zu betreiben. Deswegen sind wir auch dankbar, dass wir heute hier sein dürfen. Und unsere Intention von Herrn Lange und mir ist natürlich, die beiden jungen Männer zu unterstützen. Wir schreiben Radiosender an, wir probieren es bei solchen Sendern wie bei euch und können jede Unterstützung gebrauchen. Ja. Und ganz wichtig, im Vordergrund steht immer die Liebe zur Musik und es zählt immer der Moment. Der ist wichtig. Den haben wir genossen eben auf jeden Fall. André Lange, wo kann man denn den Song erwerben? Gibt es noch eine CD? Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von Ihnen noch eine CD. Oder kann man den irgendwo downloaden? Ja, also es ist auf sämtlichen Streaming-Portalen erhältlich, wie zum Beispiel Spotify oder Deezer. Oder Amazon On Demand und weitere, die man kennt. Also weltweit sogar haben wir es reingestellt und ja, wir warten ab, was passiert. Über 26.000 Streams, hast du mir vorhin gesagt. Ja, heute Morgen, genau. Stand von Spotify, allerdings nur von Spotify. 26.000, das ist für den Anfang schon nicht schlecht, glaube ich. Wir haben das jetzt am 18., glaube ich, rausgehauen und und etwas später dann bei Spotify dann auch. Nochmal, Fabio, erhofft ihr euch eine ganz große Karriere jetzt dadurch? Also ich sehe das erstmal nüchtern. Ich wollte erstmal das für uns als Projekt machen, beziehungsweise für Chris und mich. Da bin ich dankbar, dass die beiden uns da helfen bei. So hat man erstmal ein Lied für sich selbst und man freut sich erstmal, dass andere das mögen. Ja. So was kommt, man wird man sehen. Ohne Grenzen mit dem Song Frei hier bei Noah 4. Danke, dass ihr hier seid. Hat Spaß gemacht und wir wünschen euch für eure Karriere alles Gute auf jeden Fall. Bleibt noch ein bisschen bei uns, denn wir bleiben quasi beim Thema Konzerte, denn